sie. So. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Dann müssen wir den noch destillieren. Es gab ja nur einen Koch dafür. Das haben wir unseren Taurenschaman. Hey Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen, da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Oder auch nicht. So, reinfüllen. Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Auch im Behälter? Nein. Kann man kombinieren. Damit sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Okay. Schlauch vielleicht? Oh, der geht. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Okay, kann ich jetzt einfüllen? Yep. Na gut. Ah, da kommt was. Und fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Na dann, haben wir nochmal rein. Und nochmal. Das sieht schon etwas besser aus. Nochmal? Das sollte reichen. Sehr schön, dann einfüllen. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Dann wieder zurück. Und gleich haben wir unser erstes Setteil. Ups. No, bitte schön. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nie. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ah! Ich bin blind. Dann du fertig gelesen. Nein, ich... Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Ich hab immer noch Hunger. Was? Hunger. Nein. Grump muss jagen. Okay, hier komme ich jetzt vermutlich nicht hin. Was du machen, Menschlein? Ich? Ich gucke nur, was du für einen schönen Teller hast. Großer Hunger, großer Teller. Richtig. Solange er da steht, kann ich den Schild nicht unbemerkt mitnehmen. Rede mit ihnen. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Und, wie lief die Jagd bisher? Und, wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht, aber bald. Was jagst du denn? Alles. Ah. Könnt ihr vielleicht deinen Teller bekommen, Grump? Könnte ich mir deinen Teller vielleicht mal ausleihen? Den brauchst du ja gerade nicht. Warum nicht? Bald wieder essen. Grump, großer Jäger. Du bist höchstens ein dicker Jäger.
Du würdest nicht den Unterschied zwischen einem Rebhuhn und einer Wildsau erkennen. Na gut. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger! Und Sloff? Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Vielleicht nimmt er mir die Geschichte mit dem Cocktail übel. Okay. Dann bleibt nur noch das mit dem Spalt. Kann ich irgendwas machen? Kann? Nein. Pompon? Nein. Feder vermutlich auch nicht. Beretta. Okay, das geht. Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Viel aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Aha, das heißt, ich muss den irgendwie herlocken. Kann ich jetzt Pompon? Nein. Feder? Nein. Stein? Nein. Holzstiel auch nicht. Die Schnur? Auch nicht. Kann ich was kombinieren? Also gut, ich binde den magnetischen Stein an die Schnur. Oh! Das kann ich hier brauchen. Den Helm raufziehen. Ja, geh ein bisschen schneller. Du, 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 du. So, zur Kante. Schauen, ob das funktioniert. Magnet anfahren. Yep. Also schön. Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn, hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet. Wusa! 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 Nein! Wusa hat gesprochen! Kann ich jetzt ohne Probleme runter? Was haben wir hier? Steinkopf. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Okay. Können Lau einige Opfer gaben. Wusa! Sorry. Nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Sonst gibt's hier nichts. Kann ich... Oh, der Magnet. Der Magnet ist weg, aber ich habe den Faden noch. Kann ich dann das alles kombinieren? Mit dem Pompon. In Ordnung. Damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Du? Nein. Feder? Nein. Holzstiel? Einen drüberhauen? Nein. Soll ich das bei den Ogre verwenden? Geht das? Nein. Das geht nicht. Okay. Geht's doch. Also gut, versuchen wir es. Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Ein Langhaar-Kaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen.
Oh, der arme Grump. Der Weg ist frei. Unser erster Rüstungsset-Teil. Nimm es. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. So, gab es hier noch irgendwas? Ja, nein, nicht mehr. Okay, dann holen wir uns den Helm. So. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! Max. Oh, nö. Was macht denn die Dumpfbacke hier? Immer noch der Alte, was? Holen wir den Psychopathen etwa auch noch? Das Schwert? Das ist zumindest der Plan. Das Psychopath. Na dann, auf zur Höhle. Da werden wir wohl was für einen Wichtel auch finden. Hallo? Wollen Sie sich übergeben? Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Okay. Rede mit der Drache. Hallo, meine Hübsche. Ja? Wer bist du und warum möchtest du ein furchteinflößendes Ungeheuer sein? Du möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Oh, diese Drache ist das. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Ja, warum nicht? Was gehört alles dazu, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu sein? Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? 3 Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ich suche ein magisches Schwert. Hast du so etwas hier rumliegen? Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja, wo ist es?
Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen oder so etwas? Wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Das Buch ist Schrott. Das ist doch völlig überholter Blödsinn. Meinst du? Na klar. Konfrontationen bringen einen nicht weiter. Du musst dir Verbündete suchen. Networking heißt das Zauberwort. Networking? Davon steht hier nichts. Vielleicht kommst du später nochmal wieder, wenn ich mehr gelesen habe. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn? Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden. Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Nein. Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Außer, hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Nicht wirklich, aber vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz, oder? Genau. Wie war das nochmal mit dem Schwert? Nein, was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Meine Drachenhöhle. Schon klar, aber was war es vorher? Diese Maschinen da drüben sehen sehr alt aus. Die Zwerge haben sie gebaut. Vor Jahrhunderten. Sie haben hier im Vulkan nach seltenen Metallen geschürft und einige mächtige Waffen geschmiedet. Doch dann ist der Schrecken auf sie herabgestürzt. Ein mächtiger, rosa Drache vertrieb sie. Wow! Aha. Gefällt dir die Geschichte? Ich arbeite an meiner eigenen Legende. Jedes furchteinflößende Ungeheuer umgibt sich mit einem Netz aus Mythen und Legenden. Okay, ich muss weiter. Ich muss weiter. Schön weiter üben. Natürlich, natürlich. Was gibt's hier alles? Fangen wir an. In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Die Hitze ist unerträglich. Okay, noch was? Eindeutig eine Zwergenarbeit. Der Drache muss von innen beschichtet sein, damit die Lava das Metall nicht schmilzt. Noch was? In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Okay. Lava-Becken. Luke. Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. Okay, betätigen. Wenn ich die Luke jetzt öffne, würde sich flüssiges Gestein auf den Boden ergießen. Da fehlt ein Stück. Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Okay. Der ist beim Wichtel. Steinschale. Eine massive Steinschale mit einer Art Griff. Die Innenseite ist schwarz und verrußt. Mitnehmen. So, ein Hammer. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Mitnehmen. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Nehmen wir auch mit. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Okay, Steindruck. Der Steindruck ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und rostig aus. Vermutlich kühlten die Schmiede ihre Werkstücke im Wasser ab. Schmelzofen? Ein massiver Steinofen. Darin wurde früher Metall geschmolzen, wie mir scheint. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Okay. Noch verwenden, nutzt nichts. Dann haben wir ja noch Stein und das ist dann eigentlich alles hier.
Eine Reihe seltsamer Steine. Sie sind recht glatt und glitzern leicht. Wahrscheinlich stammen sie aus dem Inneren des Berges. Mitnehmen. Okay. Wir brauchen den Steinkopf. Dann können wir Lava befüllen, damit es heiß wird. Dann haben wir hier Steinschale. Ich vermute mal, hier füllen wir das Gold rein zum Schmelzen. Und dann pressen wir es. Ich brauche Gold. Das ist vermutlich bei den Wichteln. Oder? Hier? Kann ich den knacken? Hat schon einen Sprung? Geht das? Das funktioniert. Im Inneren des Steins sind Kristalle. Alles funkelt und glänzt. Im Inneren des Steins sind Kristalle. Oh. Das kann ich den Wichtel geben. Die stehen ja auf dieses Glitzerzeug. Dann kann ich mir etwas Gold vom Altar krapschen. Und den Steinkopf nehmen. Na komm. Und runter. So, mein kleiner Freund, kannst du das brauchen? Natürlich. Schau mal, was ich für dich habe. Ich schätze, damit gehörst du mir. Bisschen Gold. Dieser hässliche kleine Kerl ist die Gottheit der Erdwichtel. Nachdem ich den Helm mitgenommen habe, hat er hier wieder das Sagen. Sich als eine Gottheit ausgeben? Wie kann man nur? Ein schändlicher Frevel und Wusa wird dich bestrafen. Klauenige Opfergaben. Die großen Steine sind zu auffällig. Aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Diebstahl! Auf ihn! Der Mensch hat Gold gestohlen! Sie hören dich wohl nicht mehr. Nur ich kann dich hören, wenn du auf meinem Kopf sitzt. Stimmt's? So ein Pech. Freu dich nicht so früh. Für heute Abend bereite ich eine Oper vor. Und zurück zum Drachen.